So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Das entwickelt sich ja hier alles oder mehr oder weniger so zu einer kleinen Sensation, nachdem die liebe Agnes das letzte Mal so gut wie gar nichts gesagt hat, hat sie mir eben versprochen, dass sie heute genauso viel erzählt. Herzlich willkommen, Agnes. Hallo. Oh, das war schon richtig viel. Ja. Nein, also, Race Day Speed Association mit dem 11. Lauf der Blancpain-Serie oder GT3 Blancpain-Serie hier auf dem A1-Ring bzw. auf dem Red-Bull-Ring heute. Und so langsam kommen wir der Entscheidung ein bisschen näher und ich habe aber gesehen, es ist ja volles Feld heute, 26 Fahrzeuge im Moment. Am Server und wir momentan ist noch ein bisschen Briefing. Wir warten noch drauf, dass der Jens Kott zur Streckenvorstellung erscheint. Und dann werden wir hier wieder harte Rennaction erleben. Mit einer harten Braut am Mikrofon. Und ja, Agnes, komm. Bring mir über deinen Schatten. Sag was. Sag wenigstens was zu der harten Braut. Was, wie, wo, wer, wie so harte Braut? Wie kommst du jetzt da drauf? Einfach so, damit du mal irgendwie was sagst. Kaffee? Kaffee? Kaffee ist eine gute Idee, ne? Nee, wegen der Sparkassenwerbung, Kuchen. Genau. Nein, Agnes, bisschen Ahnung von dem, was uns hier auf der Strecke erwartet? Ein bisschen schon, weil ich die Strecke 2 Tage lang gefahren bin, so gefühlte 120 Runden und what? Also. Dann kann ich gehen. Jens ist auch da. Wunderbar. Jens, viel Spaß heute Abend. Du bleibst schön hier, mein lieber Lüb. Du gehst nirgendwo hin. Ja, 120 Runden, das ist mehr Erfahrung als 10 Jahre Simracing hier. Stört. Jetzt sagen wir erstmal du hältst mal noch die Klappe, weil ich sag erstmal herzlich willkommen, mein lieber Jens. Einen wunderschönen guten Abend, Agnes, und hallo Lutz. Ja, genau. Hallo. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, auf welchem Platz bist du denn? 22, 23 oder 24? So, wir sind doch gar nicht da. Auf 12. Boah, ist ja unglaublich. Es ist eh unglaublich, was hier gerade abgeht. Hast du dir mal die Zeiten angeguckt? Ja, vorhin im Training so ein bisschen. Also ne, der 18. ist 1,3 Sekunden, der 19. 1,5 Sekunden dahinter. Also ja. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Der 20 Leute innerhalb von 1,7. Und so eng wird es hier heute auch werden. Ja, ja gut, wir haben es ja noch gar nicht so lange her, dass wir hier im GT3 Cup gefahren sind. War es ja auch recht spannend. Und jetzt werden wir mal schauen, was ihr hier heute, was die Wintersaison heute hier auf den Asphalt brennt oder in den Asphaltwald brennt. So, aber jetzt hast du gerade so die größte Herausforderung gemeistert, nämlich die Boxen dessen aus. Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Genau. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Luft, aber die Runde ist ja relativ kurz. Jens, ganz kurz, was ist so mit Zeiten? Also was sollte man hier an Zeiten? Unbedingt ein Augenmerk auf meinen Teamkollegen haben. Der fährt uns hier heute, glaube ich, allen um die Ohren. Ich habe keine Ahnung, wie der gedopt ist, aber es macht mir riesig Spaß. Anne wird im Qualifying eine tiefe 28 zeigen, da bin ich fest von überzeugt. Hintergrundmusik ist noch an, sehe ich hier gerade. Okay. Schön, dass dann hier alles nach vorne passt. Ah, okay, das kann gut sein. Und mal, die ist nicht so laut. Momentan steht mein Bild, ich weiß nicht warum. Ich hatte gerade kurz gestanden. Achso, okay. So, dann machen wir das mal aus. Irgendwas ist ja immer. Entweder der Loading Screen oder die Musik ist an. Genau, jetzt sind wir aber auch schon fast rum. Genau. Dann werden wir in unsere schöne Cockpit-Ansicht gehen und der Jens hat dann eine Runde Zeit zu plaudern. Ja, und dir wird eine Show zu liefern, wenn ich mich drehe. Also, gut. A1-Ring. Sicherlich jeder schon mal gefahren, der sich in irgendeiner Form für Motorsport interessiert, weil es ist einfach eine geile Strecke. Geht schon direkt mit der ersten Herausforderung los. Start, Ziel, bergauf und dann bremsen wir an. Runter, zweiter Gang, hier ganz eng über die Curbs und bitte nicht zu weit raus. Hier sind schöne Teller. Die sorgen für entspannte Flugeinlagen. Wollen wir nicht sehen. Ja. So, dann haben wir hier wieder eine lange Gerade. Wir sind hier in den Bergen, ne? Du siehst das hier leicht bergunter und dann geht es wieder lang bergauf und wir bremsen wieder bergauf an. Das ist irgendwie eine ganz spannende Sache, weil normalen Bremspunkte kannst du hier komplett vergessen.
Hier schön erster Gang, Innenkörb, Außenkörb. Wieder Berg hoch und dann jetzt geht's wieder runter ins Tal für nicht die schwierigste Kurve. Weil da will man immer viel später bremsen, als man eigentlich kann und rutscht regelmäßig übers Ziel hinaus. Und das Auto kommt hier auch ganz gerne mal mit dem Heck rum, weil die Kurve fällt ja nach außen ab. So, auch hier den Körper noch mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum schnellen Teil. Wir haben jetzt hier ja eigentlich drei schnelle Linkskurven. Die kannst du tief einbremsen. Das war jetzt ein bisschen zu tief. Also ich musste den inneren Körper hier mitnehmen. Dann nimmst du hier den äußeren Körper nochmal mit. Auch hier nochmal an den Körper wieder ran und voll raus den rechten Körper mitnehmen. So, jetzt schön hier über diese blinde Kuppe, wo die Autos immer so leicht versetzen. 75 Meter zwei Gänge runter und einlenken, weil hier ist eine Kurve. Und dann kommt die spannendste Kurve. Du bist nur schnell, wenn du hier den rechten Außenspiegel verlierst. Verlierst du nicht mehr den Außenspiegel, bist du sehr langsam. Also da entscheidet sich eine Menge, weil hier hat man dann vielleicht eine Chance ranzufahren. Also du siehst hier 30-2 mit Quatschen, da wird der Arne nachher drüber lachen. Ja, 1,648 Sekunden Rückstand. Nicht schlecht. Ja, heute werden hier, glaube ich, keine großen Fehler passieren. Also jeder ist hier die Strecke so oft gefahren. Die Zeiten zeigen eigentlich, wie erfahren hier jeder auf der Strecke ist. Also ich bin auch nur letzten Donnerstag, was ich 30-40 Runden gefahren, wenn überhaupt. Und bin mittendrin, wie jeder andere auch. Und also, es wird spannend. Wer hier einen Fehler macht, hat definitiv deutlich verloren. Also keine Chance, so wie ich im letzten Rennen vom letzten Platz nochmal auf eine 8 vorne zu fahren, wird hier nicht möglich sein. Definitiv nicht. Na gut, werden wir mal schauen. Jetzt haben wir erstmal ein spannendes Qualifying vor uns. Ein zweigeteiltes und werden wir mal schauen, ob es diesmal gelingt, dass der Erstplatzierte des ersten Qualifyings dann auch Erstplatzierter im zweiten ist. Weil das relativ selten. Ja, mein Lieber, dann drücke ich dir die Daumen und ja, ich werde mich jetzt hier bequem zurücklegen und hoffentlich ein ganz, ganz spannendes Rennen erleben und Agnes wird das moderieren. Nee, andersrum, ich lehne mich zurück und du moderierst. Oh, verstanden, macht nichts, kriegen wir schon hin. Okay, ich bin sehr gespannt, viel Spaß euch beiden. Ja. Und ja, Lutz, wir müssen nochmal sprechen wegen dem 12., ob wir uns jetzt da doch kurz mal sehen oder nicht. Müssen wir? Bitte? Wer hat denn dir das schon wieder geflüstert? Ich etwa? Ja, wenn so neugierig nach einer Adresse fragt, um eventuell so, für eine Stunde oder zwei vorbeizukommen. Ja, stimmt. Ach ja, hab ich ganz vorhin geschrieben. Nee, ist kein Muss. Ich wollte nur die Adresse haben und falls das klappt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das möglich sein wird. Gut. Ich würde mich riesig freuen. Euch jetzt viel Spaß und ja. Gucken wir mal. Kommt gerade noch einer, der Andreas Wolin. Damit haben wir auch wieder 25 Fahrer am Start. Also toller Schnitt für die ganze Saison. Genau. Also dann viel Spaß und wir hören uns. Auf jeden Fall. Okay. In knappen 2 Stunden. Denn wir haben jetzt ein 20-minütiges Sprintrennen nach dem Qualifying-Warm-Up vor uns. Dann gibt es eine kurze Pause und dann gibt es ein 40-minütiges Hauptrennen. Und wer jetzt rechnen kann, 20 und 40 ist eine Stunde. Bedeutet aber tatsächlich mit den ganzen Päuschen und sowas, in der Regel sind das dann so 1,75 bis 2 Stunden, die wir dann jetzt hier miteinander verbringen werden. Agnes, ja, dann lehn dich halt mal zurück. dann lehnen wir uns halt beide zurück und fahren der Dinge, die hier passieren. Genau. Meistens ist es ja so, dass man eigentlich gar nicht kommentieren muss, dass das so spannend ist. Man muss eigentlich nur darauf achten, dass man die spannenden Szenen zeigt, schwierig genug ist. Oh, ja gut, wir reden halt noch ein bisschen dazu, das kriegen. Genau, A1-Ring. Eigentlich so die Strecke schlechthin für alle die deutlich früher mit dem Simracing angefangen haben, als R-Factor auf den Markt kam, bevor R-Factor auf den Markt kam, nämlich unter F1 Challenge, war es eigentlich eine der, da wurde ja hier auch tatsächlich noch Formel 1 gefahren. Und die Strecke hat sich im Großen und Ganzen nicht verändert, auch nach dem Umbau nicht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Letztendlich war es die einzige Strecke, in der man der Formel 1 nahe der 1-Minute-Marke kam. Und ich kann mich entsinnen, dass es unter F1 Challenge mit irgendeinem RH-Update möglich war, so die absoluten Cracks fuhren dann so 1-0-1. Es hat keiner geschafft, die 1-0-1 zu unterbieten und geschweige denn die 1-Minuten-Marke zu knacken.
Man hat es aber über Jahre hinweg versucht. Also es war faszinierend und das ist das, was mir an dieser Strecke besonders im Kopf geblieben ist. Also diese Jagd nach den Zeiten, das ist natürlich mit GT-Autos illusorisch, aber auch mit der aktuellen Formel 1 ist das absolut illusorisch nicht mehr zu schaffen, zumal die ja auch gar nicht mehr hier fährt. Aber letztendlich hammergeile Strecke, macht unglaublich viel Spaß, garantiert jede Menge Action. Und ja, wir werden sehen, was wir uns heute hier geboten wird. So, natürlich haben wir wieder mal ein bisschen länger diesen Flyer gezeigt. Also das ist wohl dann irgendwie schon. Wir haben hier den Führenden aus dem freien Training und das ist tatsächlich der Arne Bachem. Und das ist doch ein bisschen erstaunlich. Also ist es nicht wirklich erstaunlich, wenn man den Werdegang der letzten Wochen, besser gesagt Monate von ihm verfolgt hat. Letzte Saison hat man ihn so eigentlich so, die Top-Platzierungen waren so 13., 14. von 20 Fahrern. Und diese Saison war er schon dreimal auf dem Treppchen. Und heute ist er wohl hier, wie Jens halt sagte, gerade kaum zu schlagen. Also es ist der Teamkollege von Jens Burkhardt. Und keine Ahnung, was dem Jungen widerfahren ist, aber irgendwo ist der Knoten geplatzt und das Ganze funktioniert fantastisch hier. Sagens, kennst du den Arne auch schon? Nein. Als Fahrer ja, vom Zugucken, nein. Aber ansonsten. Persönlich. Nein. Hast du ja alle Männer hier schon irgendwie kennengelernt. Hallo? Nein. Ein paar, aber nicht ein alle. Paar. Naja. Gut. So, jetzt holen wir uns mal das Timing hier auf den Dings, auf den Desktop. Auch mitbekommen, weil in Kürze purzeln die ersten Zeiten. Wir wollen mal hoffen, dass wir nicht allzu viele Lags bekommen. Und dann läuft hier alles sogar ziemlich flüssig. Genau. Arne Bachem definitiv der Racer in der Serie, also Racer of the Year in diesem, oder Driver of the Year in dieser Saison. So, und jetzt sollte es langsam losgehen. Er sollte jetzt gleich über Start und Ziel kommen. Und das ist für Martin Schmidt eine 1:29.033. Und Arne Bachem legt mal sofort, aber in der ersten Runde eine 1:28.799 hin. Mal locker 2,5 Zehntel schneller als Martin Schmidt. Wobei es nicht seine beste Runde ist. Der ist schon 1:28.551 gefahren. Ja, richtig, aber es ist halt einfach mal die erste Runde hier. Und jetzt ist er auch gleich nochmal 31.000stel schneller. Und das ohne Leistung wie eben, wenn er das im Top 5 Quali bzw. in der Superpole wiederholt, ja, dann steht er auch wahrscheinlich ganz vorne. Gut, die Strecke bietet jetzt nicht allzu viele Schwierigkeiten. Also es ist durchaus machbar, hier bei nur einer verbleibenden gezeiteten Runde oder erlaubten gezeiteten Runde hier tatsächlich eine gute Zeit zu fahren. Aber es gibt halt wirklich zwei, drei Stellen, wo es, hier sind wir gerade an einer der, hier, wenn man hier zu früh auf dem Gas ist, ist die Runde hin, ist man zu spät auf dem Gas, ist er auch hin. Und dann halt die Einlenkpunkte oder beziehungsweise Bremspunkte jetzt hier oben in diese zwei Rechtskurven. Das kann schon, aber wir sehen es hier nochmal 1,5 Zehntel schneller. Und ich glaube, jetzt können wir uns dann getrost um den 10. Platz kümmern. Jo, die bringt da auch nochmal voll mit ins Ziel. 1:28.653. Damit ist er schon bis auf 1 Zehntel dran an seiner Bestzeit. Und ja, was will man sagen? Martin Schmidt auf der 2. Wir können uns jetzt so ein bisschen um Platz 5 und 6 kümmern. Und da ist schon wieder der Robin Frischkopf, der jetzt gerade noch auf die 5 gefahren ist, der den Jens Erner von dem 6. Platz verdrängt hat. Na, sag mal. So. So, der Jens ist aber auch in der Box.
dann gucken wir mal zum Robin. Agnes, kannst du dich mal schlau machen über die Gewichte? Ich habe nämlich vorhin nicht geguckt. Ich bin auch eben gerade erst nach Hause gekommen. Ja. Verteilt sind auf alle Fälle. Hat er noch gut Gewicht drin im Auto? Mal. Sofort. Ja, also es ist ja auch so, in dieser Meisterschaft oder überhaupt in dieser Rennserie gibt es nicht nur Strafgewichte für die Erfolge in den einzelnen Rennen, mal mehr, mal weniger, sondern auch für die Top 3 in der Meisterschaft. Und somit hat man als Meisterschaftsführender schon mal pauschal 20 Kilo im Auto. Nee, 15, 10 und 5 gibt's, glaube. Und das ist dann immer noch mal so das i-Tüpfelchen, weil man wird ja, steht ja nicht an der Meisterschafts-, an der Spitze der Meisterschaftstabelle, wenn man keine Rennen gewinnt oder nicht sehr weit vorne im Rennen landet. Das heißt, es ist immer noch mal on top ein Zusatzgewicht. Und ja, das tut dann auch schon mal weh. Platz 4 für Robin Frischkopf. Also das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Und der Markus Farnold ist jetzt auf die 5 gefahren. So, und um das Thema mit den Gewichten gerade zu vervollständigen, der Stefan Hauenstein fährt mit 45 Kilo zusätzlich. Martin Schmidt ebenfalls. Der Robin Frischkopf hat 40. Der Edgar Ostermann fährt mit 60. Danny Volkert mit 10 Kilo Zusatzgewicht, Markus Farnhold mit 15 und der Arne Bach mit 10. Mhm. Okay. Also da ist natürlich die Leistung von Martin Schmidt mit 40 Kilo, mit 45 Kilo auf Platz 2 zu fahren, extrem hoch zu bewerten. Weil das Gewicht macht sich hier ganz besonders auf dem Bergaufstück bemerkbar. Und natürlich dann in den schnellen Kurven. Das Auto drängt mehr nach außen. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr reife Leistung. Mal schauen. So, gucken wir mal, was... Ja, Robin Frischkopf, Dominik Smoll ist jetzt auf die 4 gefahren. Geht auch noch mal eine schnelle Runde, dann gucken wir mal, ob er sich jetzt hier noch mal verbessern kann. ...22203... Ja, das wäre knappe Zehntel schneller als in der Runde zuvor. Jens Purkott fährt auf die 1. Ja, du siehst richtig. Bin ein 40.000stel vor Arne Bachem. Also wir sind momentan bis Platz 15 bei einer Sekunde Abstand zum Führenden. Also das ist, ich sehe hier nur zwischen den Platz 3 und 4, die haben jeweils mehr als eine Zehntel Abstand zum Vordermann. Ansonsten sehe ich hier nur Tausendstel. Also der 23. hat 2 Sekunden Rückstand. Also das ist ja wohl... Ja, der Arne verteidigt aber die Nummer 1. Ja, genau. Arne ist back. 1. 28,286. Also das Kratz mehr oder weniger. Und der Hammer ist, also der Jens hat gesagt, diese 47.000stel und Arne hilft ihm jetzt gleich mal 3,2 Zehntel auf, also 0,320 Sekunden. Also das ist so, als ob er es abrufen könnte. So, Stefan Hauenstein fährt auf die 9, ist dann wenigstens in den Top 10 angekommen. Martin Schmidt ist nach wie vor mit ebenfalls 45 Kilo Dritter. Robin Frischkopf auf 5 mit 40 Kilo. Also das ist alles irgendwie, ja, da zeigt sich schon so ein bisschen, daher kommen auch wahrscheinlich diese verdammt knappen Ergebnisse. So, und jetzt fährt Robin Frischkopf mit seinen 40 Kilo auf die 3. Verdrängt den Martin Schmidt. Jetzt wird's kritisch. Jari Stark fährt jetzt auf die 4.
denk mal, für den Martin Schmidt und den Robin Frischkopf dürfte es am schwersten werden, eben in der Superpole die Top-Zeit hinzulegen mit ihrem Gewicht. Da bedarf es dann doch eventuell eine Runde mehr, um eine Top-Zeit zu fahren. Aber uns überraschen. Also momentan ist unglaublich viel Bewegung, vor allem im Mittelfeld. Ist auch ganz klar, bei den Abständen, bei 3/1000 schneller als der andere schon, geht es irgendwie einen Platz nach vorne. Eine 1/10 schneller sind gleich mal 3-4 Plätze. Also das ist wirklich irre, was hier gerade passiert. Gucken wir mal zur zweiten Zwischenzeit von Martin. Naja, jetzt ist er schon ein bisschen zurück, also da brauchen wir jetzt nicht mehr gucken. Dominik Smoll ist auf der 8. Also Martin Schmidt muss man sich mal reintun. Der ist jetzt durchgereicht bis auf Platz 7. Dennis Erner ist jetzt auf die 3 gefallen. Micha Tröscher auf die 4. Robin Frischkopf ist nach wie vor 5. Der war ja zwischenzeitlich sogar 3. Und da sind halt noch Leute wie Fred Dohnke, wie Edgar Ostermann. Gut, der hat natürlich mit 66 Kilo hier am meisten zu knabbern. Die hier durchaus noch ganz nach vorne fahren können. So, das, mein lieber Dominik, wird nichts mehr. Schauen wir nochmal ganz kurz zum Jens. Auch der hat sehr viel Rückstand, wird sich hier jetzt nicht mehr in der Runde verbessern können, hat aber jetzt noch eine Runde. Ich denke mal, das war eher auch ein Ausrutscher nach oben. Also vom Jens, da hat einfach mal alles gepasst. Und im Training sah er ja nicht ganz so glücklich aus, was Seiten betrifft. Ja, 3/10. Das wäre jetzt noch keine Verbesserung. Das ist der Rückstand, den er jetzt in der, auf die Gesamtzeit hat. Bestzeit vom Arne Bachem. Also da ist kaum zu erwarten, dass er sich hier jetzt nochmal so stark verbessert. Dritten Sektor, dass er hier, in Sektor 2 und 3, dass er da sich noch ranfahren kann. Selbst dann muss er ja erstmal noch die Zeit toppen vom Arne. Er müsste einen perfekten dritten Sektor erwischen. Das ist schon irre zu sehen, man ab dem Drittplatzierten, ab dem Dennis Erner guckt, geht es wirklich im Tausendstel Abstand, wirklich Position für Position im Tausendstel Abstand bis zu Platz 23. Nur vorne die beiden haben jeweils 3/10 auf ihren, also der Erste auf dem Zweiten, der Zweite auf dem Dritten. Das sticht richtig ins Auge. Ja, das war dann wohl nichts. Und er hat jetzt auch nur noch diese Runde, so er die zu Ende fährt überhaupt. Frischkopf ist verdrängt aus dem Top 5. Der Dominik Smoll ist da jetzt. Da gehen wir mal lieber dahin. Nee, der hat auch aufgehört. So. Und Frischkopf ist drin, die sind alle bereits drin. Martin Schmidt hat noch eine schnelle Runde. Schauen wir mal auf die Zwischenzeit jetzt. Vielleicht zur zweiten Zwischenzeit kommen. Ja, das reicht nicht. Der fährt rein. Um Gottes Willen, das ist viel zu weit weg. Ja, eine Sekunde Rückstand. Würde noch nicht mehr für, das würde gerade so für Platz 15 reichen. Das kann er knicken, da passiert nichts mehr.
In der letzten Kurve fährt man auch keine Sekunde mehr ein. Ja, es bleibt bei Platz 8. Herr Tröscher sieht es auch aus. Das ist auch eine Inlap. Dennis Erner, da könnte noch was krachen. Ich habe jetzt nur was Gelbes gesehen, also Rückstand. Nee, es bleibt bei Platz 3 mit 8 Zehnteln, 8,5 Zehntel. Das ist illusorisch. Ja, dann haben wir, glaube, ein Ergebnis. Der Bregarten, Edgar Ostermann und Ralf Minwegen sind noch auf der Strecke. Edgar Ostermann ist 18. Das muss man sich mal reintun. 60 Kilo Zusatzgewicht, also 50 Kilo mehr als der Führende. Und ist auch nur 1,2 Sekunden zurück. Das ist so ungefähr das Verhältnis, was diese 50 Kilo ausmachen könnten. Aber letztendlich nützt es alles nichts. Es ist Platz 18. Ich glaube, das ist die schlechteste Qualifying-Platzierung, die ich von Edgar je gesehen habe. So, das war schon mal. Ja, dann wird es jetzt gleich weitergehen mit der Superpol. Was ja dann immer noch mal für Herzklopfen sorgt, zumindest bei den Fahrern, aber vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuschauer. Da sind immer noch ein paar Leute auf der Strecke, obwohl mir jetzt gar nichts angezeigt wird. Oder, nee, wir sind noch nicht im Superpol. Jetzt schaltet's um. Sehr schön. Lasst euch nicht irritieren von diesen 20 Minuten. So lange wird es nicht dauern. Es ist nur eine, ja, diese Zeit wurde zur Sicherheit eingestellt, falls tatsächlich mal irgendwie, weiß ich nicht, für Spa oder sonst dergleichen Dinge. Somit. Oder was weiß ich, es passiert irgendwas, keine Ahnung. Der fünft, viert und drittplatzierte fahren jetzt in ihre Outlap. Fahren dann ihre gezeitete Runde und kommen in die Box und dann fahren die beiden schnellsten des ersten Qualifyings raus und fahren ihre schnelle Runde. Das heißt, es dauert hier auf der Strecke. Ja, so knappe 6, 7 Minuten. Agnes, was glaubst du? Wer macht's? Wenn ich ehrlich bin, Arne. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Wenn er denn nicht die Nerven verliert, soll das passen, ja. Also er ist so souverän, wie er hier bei so engen Zeitabständen in 3 Zehntel sind Welten zu den anderen. Und, jetzt gucken wir mal erstmal dem Dominik zu. Ah, ich sehe gerade, der Patrick Zajelsnik ist jetzt auch noch auf den Server gekommen. Ich weiß nicht, ob der vorher schon da war. Jedenfalls sind wir jetzt wieder 25 Fahrzeuge. Nee, 24, einer fehlt immer noch.
Ja, das ist ja das Verrückte, dass der G-Cup Fahrer Arne Bachem hier das Gesamtqualifying anführt. Und echt irre. Aber wir haben noch einen zweiten Skicup-Fahrer, der hier heute richtig gut unterwegs ist, nämlich der Micha Tröscher. Er ist momentan auf der 4, das heißt, wir sehen den hier auch noch in diesem Qualifying. Das heißt, er ist schon sogar schon auf der Strecke. Oh, hier kommt aber sehr weit raus, der Dominik. Schauen wir mal, was er jetzt hier hinlegt. Auf alle Fälle eine 28er Zeit. 28, 9, 4, 3. So, dann wollen wir mal ganz schnell. Ja, warum geht denn das nicht? Inno. So, da, genau, da haben wir nämlich den Micha Tröscher schon. Und der hat Vorsprung. 2,5 Zehntel. Gucken wir mal, ob er das auch im zweiten Sektor halten konnte. Nee, da hat er es verloren. Nämlich insgesamt 3 Zehntel verloren. Er hat jetzt 58.000stel Rückstand. Oh, das wird knapp. 48 nimmt er auch mit im dritten Sektor. Also Micha Tröscher dann erstmal einen Platz zurück. Der Dominik Smoll konnte ihn hier überholen. So, jetzt gehen wir ganz schnell zum Dennis Erner. Ja, uns Liese. Da, Mann. Und der kommt da auch gerade rüber. Zeit steht da, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber es reicht für den ersten Platz, 1:28.680. So, also. So, Jens Burkhardt geht auf seine schnelle Runde. Das ist der Zweitplatzierte des ersten Qualifyings. Und 20.000stel Rückstand. Hat überhaupt gar nichts zu sagen. Weil die Schwierigkeit hier im ersten Sektor besteht lediglich in der ersten Kurve. Eventuell kann man noch die letzte Kurve des dritten Sektors, also raus auf die Startziel dazu nehmen. Wenn man da einen Fehler macht, dann hat man natürlich auch keine Chance, eine gute Sektorenzeit im ersten Sektor in der nächsten Runde zu fahren. Und das dürfte schon fast ein bisschen viel gewesen sein. Weit rausgekommen. Wir werden sehen. Gleich bei der zweiten Sektorzeit. Die ist dann auf diesem kleinen Bergaufstück unter dieser Brücke. Bannerbrücke. Oh ja, halbe Sekunde. Das wäre momentan der letzte Platz. Also der fünfte. Da haben die Nerven vielleicht versagt, wenn er, ja, das wird sogar eine 29er Zeit. Also das wird definitiv nichts. Und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zum Arne gucken, was Arne macht. Ich hoffe nicht die gleichen Fehler. Nein, 30.000stel Vorsprung, aber auch nicht ganz so souverän wie im ersten Quali. Oh, ich glaube, ja, hier hat er nicht sich den rechten Außenspiegel abgefahren. Aber es reicht. Es reicht zu Platz 1 und zwar mit 11.000stel Vorsprung. Ja, Wahnsinn. Agnes, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wow, das war mal tatsächlich auf Messerschneide. Da hätten wir echt geglaubt, das könnte hier alles noch ein bisschen
ja, wie soll ich sagen, klarer werden. Also ich hätte damit gerechnet, dass der Arne hier souveräner auftritt. Aber es ist halt genau das, was die Superpole ausmacht. Glaubt mir, es ist wirklich so, wenn man hier ernsthaft unterwegs ist, geht man mit einem deutlicheren Puls in diese Runde. Und das macht sich dann halt bemerkbar. Ganz, ganz schwierig. Man muss sich entscheiden, fährt man eine sichere Runde mit einer mittelmäßig guten Zeit oder geht man halt das Risiko, einen Fehler zu machen und geht ans Limit. Also das ist immer so richtig. Letztendlich ist man immer am Limit, egal wie man es sich vornimmt. Und ärgerlich ist halt dann nur, wenn man vielleicht im ersten Sektor noch eine berechtigte Hoffnung hat, das noch rausreißen zu können, also nur einen kleinen Rückstand hat oder gar einen kleinen Vorsprung hat und dann das irgendwo vergeigt. Man merkt das ja dann auch sofort, wenn man da einen Fehler einbaut, und dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Das nagt dann auch an einem. Also hat eine gewisse Nachhaltigkeit, das Ganze. So. Wir sind schon im Warm-up. Agnes, hast du zufällig die Webseite offen? Ja, zufällig schon. Dachte ich mir. Und hast du auch zufällig den Meisterschaftsstand offen? Nein, leider nicht. Was könntest du tun, ne? Wenn ich den auf die Schnelle finde. So. Naja, so viel verändert hat sich da nicht. Das Einzige ist natürlich, dass in den letzten zwei Rennen der Stefan Hauenstein sich hier drei Pünktchen an den Orbin Frischkopf angepirscht hat. Und ja, mit 164 Punkten zu 167 Punkten. Müssen wir auch mal gucken, was heute geht. Sind mit fast identisch Gewicht unterwegs. Stefan hat, glaube ich, 45 Kilo, richtig? Ja, und Robin 40. Genau. Ja, also das ist, die 5 Kilo machen es ganz sicher nicht. Und ja, das ist jetzt so eine, wird sehr, sehr spannend, was da heute passiert. Martin Schmidt mit 156 Punkten hat auch noch gute Chancen. Und Dennis Erner mit 128, naja, hat noch Chancen. Gut sind die dann nicht mehr. Also dann gut 39 Punkte Rückstand auf den Orbin Frischkopf. Also ist natürlich noch alles möglich, aber naja, ja, so wirklich. Markus Farnold auf der 5 mit 98 Punkten. Edgar Ostermann mit 97 Punkten, Jens Burkert mit 95 Punkten, punktgleich mit Dennis Volkert. Ja, Arne Bache im 74. Also ich bin mal gespannt, ob der Arne ist. Auf alle Fälle in den Top 10. Und ja, wenn er heute hier mindestens einen Sieg und vielleicht nochmal gut Punkte einfährt, dann geht das hier. Er hat einen kleinen Rückstand, nämlich 21 Punkte hat er auf Danny Volkert. Der Danny ist heute, glaube ich, nicht dabei, wenn ich das richtig sehe. Also da kann noch ein bisschen was nach vorne gehen. Wollen wir mal kurz, damit wir hier keinen Blödsinn erzählen. Ja, wir haben noch anderthalb Minuten, also das ist völlig in Ordnung. Richtig, für das Sprintrennen gibt es für den Sieg 12 Punkte. Für das Hauptrennen 16 Punkte, sprich maximal 28 Punkte sind hier zu holen. Da geht noch ein bisschen was.
Ja, also wir haben im Prinzip jetzt noch diesen und noch einen Renntag. So, das ist der vorletzte Lauf in dieser Meisterschaft. Heute 28 Punkte, nächstes Mal nochmal 28 Punkte. Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Also auf alle Fälle ist es eine der knappsten Meisterschaftsentscheidungen, die wir in diesen Rennserien erlebt haben. Und dann werden wir mal gucken, der Stefan oder der Robin letztendlich durchsetzen können. Agnes, ich glaube, dein Tipp dürfte klar sein. Selbstverständlich. Robin, oder? nein, Stefan Hauenstein, wobei ich dem Robin schon gedroht habe, wenn er heute gewinnt, muss er das nächste Rennen leider mit einem Bobbycar fahren, damit der Stefan ihn wieder überholen darf, kann. Also ich bin mal gespannt, ob der Robin auf mich hört oder nicht. Befürchte. Ja, naja, gut, schauen wir mal. So, die Herrschaften kommen in die Startaufstellung. Da sehen wir nochmal die Top 5 Qualifying-Ergebnisse. Die anderen Qualifying-Zeiten sehen wir nicht, da die nicht der eigentlichen Qualifying-Session gefahren wurden. Aber die Reihenfolge stimmt. Oder sollte zumindest stimmen. Ups. Ja, und da fahren sie los. In ihre Formation Lab. Ja, 26 Autos sind ganz schön viel. So, da haben wir den Bullsetter, den Arne Bachem. Auf der zweiten Position den Dennis Erner. Platz 3 für Dominik Smoll. Ups, was ist jetzt? Ist bei dir auch, Agnes? Yep. Bild? Ja, jetzt. Hallo? Ist wieder da. Hallo? Okay, der Lutz hat sich leider verabschiedet, warum auch immer. Ja, dann versuche ich mal mein Bestes daraus zu machen.
Ja. Ich hoffe, du hast ein bisschen was erzählt. Nee, bei mir ist nämlich auch alles abgeschmiert, auch immer. Ich bin auch erst in 2 Sekunden wieder da. Mhm, okay. Ja, jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier nicht mehr abgeschmiert ist. Bei mir war es definitiv das Internet. Ja, was es so, bei mir war, okay. Weiß ich noch nicht, aber... Wir haben auf alle Fälle schon den Rennstart, den wir jetzt leider nicht kommentieren konnten. Und da, ich darf so viel sagen, dass Arne Bachem hier das Rennen anführt vor Dennis Erner. Dennis muss dann wohl... Ja, nee, stimmt, der ist ja... Von 2 gestartet. Ja, relativ gut rein. Genau, der ist auch von 2 gestartet. Purkott. Denn da auch ganz gut mit vorne. Also vorne ist alles gut gegangen. Es gab anscheinend auch keine Gelbphase, weil die Herrschaften sind hier noch komplett im Rennen. Und das ist auch noch die erste Runde. Also, nee, die zweite Runde. Also sprich, eine Runde ist absolviert. Und von daher haben wir hier volle Action. Jetzt konnte man natürlich nicht mehr die ganzen Fahrzeuge vorstellen. So, Micha Tröscher konnte sich auch auf seiner guten Startposition behaupten. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Und Robin Frischkopf fährt auf der 5. Dominik Smoll auf der 6, auf der 7. Martin Schmidt. Stefan Hauenstein auf der 8. Also 4 Plätze hinter dem Robin Frischkopf. Ne, 3. Drei. Robin war Fünfter. War Robin nicht Fünfter? Ja. So. So, schnellste Runde von Dennis Erner. Irgendwie hätte ich das jetzt so ein bisschen, alles ein bisschen enger beieinander gesehen. So, klar. Arne Bache im besten Skikartfahrer. Andreas Wollin muss auch einen sensationell guten Start gehabt haben. Der ist, glaube ich, von 18 oder 19 gestartet. Bin ich ganz schwer irre. Ach nee, von 15. Von 15 ist der Gute gestartet. Danny Volkert nur auf 11, aber der ist dabei. Den hatte ich ja, als wir uns über die Meisterschaft unterhalten haben, so ein bisschen vermisst hier heute. Also er ist mir nicht wirklich aufgefallen. Peter Pregartner auf der 12. Und Arne Bachem macht erstmal alles klar hier, fährt jetzt auch hier die schnellste Rennrunde, führt das Ganze auch noch an, hat auch eine gute Sekunde Vorsprung auf den Dennis Erner. Und Jens Burkhardt auf Platz 3 hat schon 2,5 Sekunden Rückstand. Also, da braucht man nicht mehr allzu viel dazu sagen. Aber hier hinten ist es momentan tatsächlich am spannendsten. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Da hat er den jetzt mal eben hier versägt. Dann hat er hier den Michael Pregartner und dahinter kommt auch Edgar Ostermann. Da ist ja immer gut was los, wenn der Edgar dabei ist. Jo! Da haben die 60 Kilo ein bisschen weit nach außen gedrückt. Da hat er sich rausgedreht, der Edgar. Schön, dass wir das so gesehen haben. So, da haben wir den Führenden. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem Führenden. Das ist grandios.
Ja, und Dennis Erna ist dran. Er versucht es natürlich jetzt hier. Ja, wo will er denn hin? Ja, das war clever gemacht. Und Dennis Erna ist vorbei. Ich meine, er hat ihn ein bisschen angeschubst, aber ja, weiß ich nicht, was der Arne dann darüber sagt. Ich denke mal, das ist noch nicht das letzte Wort hier. Oh, ich glaube, das hat sich gerade wieder erledigt. Ja. Dennis Erna hat sich ins Gras verabschiedet und hat jetzt gleich mal drei Plätze verloren. Jetzt auf der 4. Könnte mir vorstellen, dass hier sehen wir es. Geh nochmal zurück. Was er da eigentlich gemacht hat. Auf den Kürbisser gekommen. Hier ist er zu weit rausgekommen. Und hat da das Auto verloren. Da sehen wir es. Ja, mein lieber Dennis, da könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt leicht erregt ist in seinem Cockpit. Wie auch immer das zu verstehen ist. Da wird es wohl das ein oder andere nicht ganz jugendfreie Wort geben. Hoppsala, und da war der Nächste. Der hat sich da gerade rausgedreht. Was kommt jetzt? Mich sehen. Auf alle Fälle führt Arne Bachem vor Jens Burkhardt, also das RFA-Team hier momentan auf Doppelsiegkurs. Dennis Erna ist schon wieder auf der 3. Aber dann Robin Frischkopf, Micha Tröscher, Dominik Smoll, Martin Schmidt, Markus Farnold, Stefan Hauenstein jetzt sogar zurückgefallen auf die 9. Aber das ist hier so ein ziemlich spannendes vorderes Mittelfeld. Ja, Troscher, ist dieses blaue Auto hier von... Nee, Quatsch, Robin Frischkopf ist das. Im Auto von Herr Tröscher. Oh, ja, das sind... wie bitter, wie ärgerlich. Holla, die Waldfee. Das kann mal ganz schnell ins Auge gehen. Aber dadurch kommt der Dominik Smoll wieder gut dran. Irgendwie stimmt hier was mit meiner... Agnes, hast du meine Tastatur verstellt? Nein, ich habe nichts gemacht, Lutz. Ich bin unschuldig. Ja, genau, gestern. Gemacht, gestern ging's noch. Genau. So. Genau, ich traue mich jetzt auch mal wieder unser Timing aufzumachen, um da wieder ein bisschen mehr vom Gesamtüberblick zu gehen oder mitzubekommen. So, Andreas Wohlin und Micha Tröscher, die dreschen sich hier gerade so ein bisschen, oder dröschen sich, wie man auch immer das nennen will, auf der 9. und der 10. Position. Jetzt gucken wir mal. Och ja, hier ist ja wirklich was los. Oi, 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 oi. Wen erwischt? Natürlich den Micha Tröscher. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Aber das sieht mir auch so aus, als ob er da auch so ein bisschen selbst Schuld gehabt hat. Ja, er war vorne. Nee, da hat er nicht wirklich Schuld gehabt. Nee. Das ist... Oh, schwierig zu sagen. Also da halte ich mich raus. Sicherlich sehr ärgerlich für den Micha, weil... Ein 4. Startplatz oder... Ja, ist er, glaube ich. 4er gestartet. Ist natürlich eine ziemlich coole Nummer.
So, Robin Frischkopf ist nach wie vor dran an Dennis Erner und Dennis Erner hat 1,7 Sekunden Rückstand auf Robin Frischkopf und dann der nochmal über 2 Sekunden auf Arne Bachem. Also da ist nicht so wahnsinnig viel mehr zu machen für den Dennis hier in dem ersten Lauf. Ich meine, gut, wir haben noch 8 Minuten, aber die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Arne da vorne so ein Fehlerchen einbaut, ist doch relativ gering. Jo, das ist wirklich sehr gefährlich, wenn man hier so in der ersten Kurve ein bisschen rauskommt. Da hat man diese Poller aus Oschers eben hingestellt. Und ja, das ist eine Kurve, wir erinnern uns dran. Aus dem GT3 Cup letzten Montag. Ja, und da zu fahren ist sehr, sehr schlecht. Das Auto hebt es dann total aus. Sieben. Wieder hin. Martin Schmidt, Stefan Hauenstein. Da gibt's gerade Dresche. Ups, da quetscht er sich durch. Nachdem Stefan Hauenstein gerade eben vorbei war. Aber er hat zumindest den Markus van Holt schon überholen können. Jo, das war dann aber auch... Ja, die können sich einfach nicht einigen, die zwei. Ja. Also unter Teamkollegen sollte man da vielleicht mit etwas mehr Absprache zu Werke gehen. Das Manöver eben, das war schon... Also wenn das nicht abgesprochen war... So, jetzt aber... Es ist natürlich so, dass das Auto jetzt auch vom Sprit her leichter wird und da ja, naja, obwohl Martin Schmidt ist auch mit 40 Kilo unterwegs, also von daher sind das nicht viel, die beiden. Dann ist das Quatsch mit dem Gewicht durch Gewichtsreduzierung durch den Sprit. Jetzt Hauenstein versucht es außenrum. Ja, ist aber noch hinten. Also ich kann ihn verstehen. Upsala, und da geht's ab. Für den Herrn Schmidt. Und das nützt ihm aber nicht allzu viel, weil Markus van Holt da wieder durchzieht. Also ich meine, ich kann das verstehen, weil grüne Autos hat man eigentlich auf der Autobahn nur, das sind immer Opel Corsas, nämlich grüne. Auf der linken Spur, freigegebene Autobahn, drei Spuren, Opel Corsa mit 110 ganz links. Frau am Steuer logischerweise. Und ja, wenn man Lichthupe gibt, kriegt man eine Anzeige. Nach 15 Minuten hinterherfahren. Deswegen kann ich natürlich die etwas aggressivere Gangart von Stefan Hauenstein hier verstehen gegen Martin Schmidt. Ich meine, er kann ja auch nicht wissen, wer da drin sitzt. Ist einfach grün. Agnes sagt gar nichts. Bin erstaunt. Ich versuche das Ganze hier gerade nachzuvollziehen, was passiert, aber der Stefan Hauenstein ist tatsächlich am Markus vorbei. Ja, ja. Für den Moment. Ja. Es ist abgesprochen. Ja. Es sei denn, es wechselt bei der nächsten Kurve wieder. Mhm. Jetzt fahren sie sich noch gegenseitig ins Auto. Großartig. Also, ja. Bist du zufällig Teamchef? Nee, ne? Ich glaube, das werde ich das nächste Mal mit den zwei persönlich klären müssen. Denk mal auch. Ist natürlich ein hammerharter Dreikampf hier. Ja. Also das geht so mehr oder weniger... Ja, also es ist natürlich schon stark zu sehen. Es ist schon schwierig, wenn ein Auto das andere überholen will. Wenn aber ein Auto zwei Autos
vom selben Team überholen will und die fahren nebeneinander, dann werden die Lücken verdammt eng. Das haben wir eben gesehen. Sehr clever gemacht. So, und wenn mich nicht ganz schwer täuscht, kommt da hinten der Andreas Wollin da auch noch ran. Was gibt da eine Lichthupe? Da ist irgendwas passiert. Haben wir jetzt nicht gesehen. Da gucken wir nochmal zurück. Wo ist... Ah, da hinten ist der Herr Schmidt. Ja, da ist er selber schuld. Da ist er selber schuld. Hat aber das Auto noch gut abfangen können. Wir gehen wieder live. Ich denke mal, das waren die etwas erhitzten Gemüter. Ach so, im Dreikampf. So, und Stefan Hauenstein hat es zumindest jetzt dieses... Ja, diesen Dreikampf für sich entscheiden können für den Moment. Hat jetzt ein bisschen Luft auf seinen Teamkollegen. Dann ist der Andreas Wollin noch an Martin Schmidt vorbeigekommen. Und vorne ist eigentlich alles klar, soweit Arne Bache führt. Wir wollen mal nicht vergessen, auch ein Stück weiter nach hinten zu gehen. Nämlich zum Beispiel auf den 10-Platzierten. Das wäre der Danny Volker, der dann von Pol starten würde. Das heißt, das wäre eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für den Danny, das Rennen zu gewinnen. Oder zumindest sehr weit vorne zu landen. Der Danny ist ein Siegfahrer, definitiv. Öfter in der Reise bestellt, also das könnte er. Wir haben noch anderthalb Minuten, sehe ich gerade. Der Jens Erner auf der 11. Auf der 12 haben wir den Jan Baskenis. Auf der 13 dicht dahinter den Lars Borkowski, der heute, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Rennen fährt hier. Da haben wir sonst ja leider eigentlich auch immer ziemlich weit hinten. Jari Stark auf der 14, der ist immer noch nicht geschafft, hat seinen Gegner hinten an seinen Namen ranzuschreiben. Ja, mittlerweile weiß ich das. Michael Tröscher auf der 14. Überholt ihn gerade hier. Oh, oh! So wie es aussieht, hat der Markus Van Holt Mist gemacht. Versuchen wir jetzt nochmal rauszukriegen. Hoppala, was hat er sich denn dabei gedacht? Ja, das ist natürlich dann etwas übertrieben. Also etwas optimistisch in diese Rechtskurve da reingeschossen, reingestochen und ja, dann ging es geradeaus. Aber Gott sei Dank ist ja überall genügend Freifläche hinter den Kurven, sodass man da gut umkommt. So, Arne Bachem ist in seiner letzten Runde. Die Zeit läuft jetzt gleich ab, nämlich in diesem Augenblick. Wir sehen es hier unten, den Abstand 4,8 Sekunden auf Hans Purkott. Mittlerweile im richtigen Live-Timing sind es schon 5,3. Und der Jens selber hat auch gut über eine Sekunde auf den Dennis Erner. Also da bricht auch nichts, brennt auch nichts mehr an, bricht nichts mehr um. Ja, Mensch, Arne. Als ob ich es nicht gewusst hätte, das würde ich hier nochmal ganz, ganz oben auf dem Podest sehen, diese Saison. Herzlichen Glückwunsch. Arne Bachem gewinnt das Ding. Jens Purkott kommt als Zweiter aufs Ziel, also RSA Founder Team hier mit sensationellem, mit maximaler Punkteausbeute. Dennis Erner auf der 3, auf der 4 Robin Frischkopf, auf der 5 Dominik Smoll,
auf der 6 Stefan Hauenstein, auf der 7 Andreas Wolin. Richtig geiles Rennen für den Andreas. Platz 8 für Martin Schmidt, 9 Danny Volkert, 10 Markus Farnold, 11 Jens Erner, 12 Jan Baskenis, 13 Lars Borkowski, auch ein gutes Ergebnis für den Lars, denke ich mal. 14 Micha Dröscher, der ist sauer. 15 Jari Stark. 16 Bedunke, auch der ist, glaube ich, nicht so wirklich zufrieden, genauso wie Edra Osramann. Ist Pirchecker auf der 18, auf der 19 Jürgen Engelhardt, auf der 20 Jürgen Heinrich, Ralf Minwegen auf der 21, auf der 22 Stefan Bäumer und der Micha Bregartner fährt noch. Oh, Micha Bregartner ist disqualifiziert, warum? Er fährt doch da. Gut, ausgefallen Patrick Zagelsnik und Olaf Ness. Stefan Bäumer hat mal erwähnt auf 22. Kommen wir mal noch ganz kurz zum G-Cup. Klar, Arne Bachem gewinnt den G-Cup vor Hans Erner und Lars Kowski. Genau. Aus. Also, über Sache. So, schauen wir mal. Gut, das muss man jetzt mal klären, was da jetzt passiert ist mit dem Michael Bregartner, wieso der auf einmal disqualifiziert wurde. Also der hat die folgenden 14 Runden absolviert. Kann es nicht erklären. Also entweder hat er irgendwann noch eine Strafe gekriegt, die er nicht abgesessen hat. Keine Ahnung. So. Genau. Jetzt machen wir mal hier unsere Tabelle. Ja, Agnes. War es denn schön für dich? Agnes? Bin ich schon wieder nicht mehr zu hören? Hallo, hallo? Bin ich nicht zu hören? Doch, jetzt. Ah. Sehr aufregend, also muss ich schon sagen. Jetzt können wir mal abwarten, was jetzt im zweiten Lauf passiert. Wenn ich das hier richtig sehe, steht somit der Markus Farnold auf der Pol, weil der ist tatsächlich als 10. ins Ziel gekommen. Ja. Mit ihm in der ersten Startreihe Danny Volkert auf Platz 2. Zweite Startreihe dann mit Martin Schmidt und Andreas Wolin. Dritte Startreihe Stefan Hauenstein, Dominik Smoll. Vierte Startreihe Robin Frischkopf, Dennis Erner. Und Platz 9 und 10 in der fünften Startreihe Jens Purkott und Arne Bachem. Und jetzt gilt es halt für den Arne, sich tatsächlich zu beweisen. Ich meine, von Pol 20-Minuten-Rennen aus nach Hause zu fahren, wenn man in der ersten Runde alles richtig macht und natürlich so eine gute Leistung zeigt, dann ist das natürlich nicht allzu schwer. Das ist im Gegenteil, das Einzige, was da schwer dran ist, Konzentration zu behalten, weil es so arg langweilig ist. Aber jetzt muss er sich von hinten durchkämpfen. Jetzt. So, wir gehen mal wieder zurück auf die Strecke. Das nicht wieder vergessen.
Genau. Schaltet jetzt hier brav weiter. Sollten jetzt im Warm-up sein, genau so ist es. Jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, Agnes. Ich sag nur Stichwort Kaffee. Das ist eine super gute Idee. Ja. Ich denke mal, in Betracht der Entfernung mache ich ihn mir dieses Mal noch selbst. Weil sonst wird es eng mit dem Warm-up hier. Und genau. Also, wir sind in wenigen Augenblicken zurück. Wir müssen uns mal hier über das Personal Gedanken machen. Kann ja nicht sein, dass die Agnes so schwer arbeiten muss und dann auch noch sich einen Kaffee selber holen muss. Ja, also Lutz, mein Vorteil ist, ich komme mit meinem Headset. Küche, ja. Ich sitze in der Küche und kann quasi alles gleichzeitig machen. Ja, also der Stefan wird mir immer sympathischer, dass der dich da ankettet, finde ich saugeil. Das wollte ich eigentlich schon immer haben. Also das wollte ich damit eigentlich nicht sagen, aber ist schon alles okay. Okay, naja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, du moderierst in der Küche, du machst Kaffee in der Küche, wahrscheinlich kochst du da auch. Selbstverständlich. Ja, genau. Also alles wunderbar. Und gut, wenn es ein bisschen scheuert, es gibt jetzt so Cremes, da kann man das so ein bisschen lindern und alles ist gut. So, ich gehe mal Kaffee holen, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Thank you.
So, da sind wir zurück. Ich denke mal, die Atmen ist zwar schneller. Der Weg war nicht so weit. Tja. Genau, und wir haben es auch pünktlich geschafft, kurz vor Ablauf der Warm-Up-Zeit. 5, 4, 3, 2, 1 und dann gehört es der Agnes. Und jetzt gucken wir mal. Genau, Session over. Dann gucken wir mal, ob die Herrschaften das. Ja, gut, Edgar Ostermann fährt hier die schnellste Runde. Nee, doch nicht. Der Danny Volker schiebt sich noch davor. Ja. Spannend. Formieren ja immer den Sieger des Warm-Ups. Also zumindest verbal. Ich denke, gibt es da jetzt nicht. Oder gar Preise. Ja. So, Agnes, es geht los. Ja, ich bin da. Auch wenn mein Kaffee noch nicht fertig ist, aber ich bin da. Der ist noch nicht fertig. Ja. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Achso, das ist immer das Einfachste. Ja. Problembewältigung auf weibliche Art. So, da wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen natürlich dann schon die Autos losfahren sehen. Genau. So. Wollen wir hoffen, dass jetzt das Internet hält. Markus Farnhold steht auf der 1, auf der 2. Danny Volkert, weite Startreihe, Platz 3 für Martin Schmidt und 4 Andreas Wollin. Stefan Hauenstein auf der 5, auf der 6 Nix Moll, auf der 7 Robin Frischkopf, Platz 8 für Dennis Erner, Platz 9 für Jens Purkott. Und der Sieger des ersten Laufs auf Platz 10, der Arne Bachem. Dann geht's weiter mit der 11, wenn man uns die gibt. Genau, Jens Erner auf der 12, Jan Baskenis auf der 13, Lars Parkowski. Platz 14 für Micha Tröscher. Platz 15 für Jari Stark. 16 Fred Dunkel. 17 Edgar Ostermann. 18 Chris Pirchecker. 19 Jürgen Engelhardt auf der 20 hätte ich gern, genau, der Jürgen Heinrich auf der 21 Ralf Minwegen, Platz 22 Stefan Bäumer, Platz 23 Olaf Ness, auf der 24 Micha Bregartner. Irgendeiner fehlt. Ach, der Patrick, genau. Der Patrick fehlt. So, die Herrschaften kommen jetzt hierher. Jetzt haben wir auch noch die Chance, Rennstart zu moderieren. In der Hoffnung, dass nicht wieder irgendwas abbricht hier. Internetverbindung dergleichen. Uiuiui, da fährt einer rückwärts. Danny muss ich da wohl. Das ist immer blöd, wenn man keinen vor einem hat, wo man sich dran orientieren kann. Und da sind wir. Und in der Hoffnung, dass jetzt die Ampeln, da sind sie. Geht es los. Und Danny Volker kommt richtig gut weg. Und Markus Farnhold. Nee, Quatsch. Was ist denn jetzt passiert? Markus Farnhold ist super gut weggekommen. Da habe ich jetzt in die falsche und Martin Schmidt führt. Der ist nach vorne gefahren. Also hier ist jetzt gerade richtig Alarm. So, Farnhold und Hauenstein, die beiden
Kollegen direkt hintereinander. Wenn ich das richtig sehe, ist Robin Frischkopf schon auf Platz 4 vorgefahren. Genau so ist es. Er hat einen super Start hingelegt hier. Na. So, da haben wir das Ganze. Ja, Danny Volkert hat den Start tatsächlich komplett verwachst. Also es war eigentlich der Markus van Hoel, der da gut gestartet ist. Auch der Edgar Ostermann ist sehr gut gestartet. Er ist bis auf die 12 vorgefahren. So, Dennis Erner geht vorbei an Danny Volkert. Da gehen wir mal hin. Da scheint es... Upsala, ja. Also der Danny konnte sich mit seiner Favoritenrolle hier nicht so wirklich anfreunden. Da kommt auch von hinten der Andreas Wollin. Und so wie es aussieht, quetscht er sich durch. Nee, quetscht er nicht. Hat zwar den kürzeren Weg, aber kann erst später beschleunigen. Deswegen muss er sich wieder hinten anstellen. So, und Ralf Minwegen ist bereits ausgeschieden. In der ersten Runde. Ich denke mal, wir sollten mal ein Auge werfen auf den Arne. Der ist nämlich mittlerweile schon Siebter. Hat jetzt allerdings 1,7 Sekunden zu tun. Dann gehen wir mal lieber zum Dennis Erner. Der ist nämlich, ja, hier brennt die Luft. Von Platz 5 bis Platz 1. Haben wir die hier alle in einer Kamera. Das war die falsche Kamera. Wollte ich eigentlich nicht zeigen. Nee, das reicht nicht. Also doch, Robin Frischkopf ist wieder vorbei an Dennis Erner. Ja, die ersten fünf innerhalb von anderthalb Sekunden. So hätten wir uns das im ersten Lauf auch gewünscht. Jari Stark hat sich gerade verabschiedet, bis auf die... Ja, wahrscheinlich letzte Position, momentan ist er Vorletzter. Olaf Ness ist schon wieder ausgeschieden und Jari Stark ist jetzt auch Letzter. Gucken mal, was passiert ist. Jo, und da dreht er sich weg. Versuchen das nochmal etwas zurück. Hat er da einen Stupser gekriegt? Nee, er hat das Auto überbremst. Ganz klar, das Auto überbremst. So, wieder online. Live. So. Dennis Erner, der lässt nicht ab von Robin Frischkopf. Ich habe momentan Arne Bachem vor Micha Dröscher und Jens Erner. Also da ist auch noch... Allerdings hinter Jens Erner sind gleich vier, also drei weitere G-Cup-Fahrer. Nämlich Chris Pirchecker, Micha Bregartner, Lars Borkowski. Euch das an hier. Das ist ja der Buller. Ja, Stefan Hauenstein hat den Platz an Robin Frischkopf abgegeben. Der Robin ist jetzt Dritter. Oh, oder aber auch nicht. Ja, da müssen wir mal ganz schnell hin.
Herr Robin macht hier Mist. Und der Stefan schließt sich an. Oh, und der Robin wird durchgereicht hier. Nee, ist er nicht. Der Robin ist... Der Stefan Hornstein ist durchgereicht worden. Bis auf Platz 7. Ja, dann müssen wir jetzt mal echt schauen, was da jetzt hier passiert ist. Ob wir das hier noch irgendwie in die... Jo, da ist der Arne vorbei. Ja, das ist der Stefan gewesen, der da durchgereicht wurde. Müssen wir mal tatsächlich ein Stück zurückgehen. Mit wem ist er hier aneinander geraten? Mit dem Robin. Ja, das ist, da ist erst der Robin raus. Ja, ach, er wartet. Okay, er wartet auf ihn und dadurch verliert er die Plätze. Und da kommen natürlich, ja, die anderen haben da natürlich relativ wenig Rupel. Genau. So verliert er die Plätze. Und wieder live. Also Robin Frischkopf, Vierter, Fünfter Danny Volkert und Sechster Stefan Hornstein. So, Dennis Erner hat sich jetzt gegen Markus Farnhold durchgesetzt. Und Markus Farnhold setzt sich wieder gegen Dennis Erner durch. Also hier ist momentan echt die Luft am Brennen. Und trotzdem, die sich da auf den Plätzen 2 bis 4 so behakt haben, konnte Martin Schmidt nicht wirklich vorne wegfahren. Mal gerade eine halbe Sekunde, die er da Vorsprung hat. Ja, so sieht das hier aus. Und jetzt ist Farnhold dran an Martin Schmidt. Stefan Hauenstein ist nach wie vor Sechster, hat jetzt auch eine knappe Sekunde Rückstand auf den Danny Volkert. Aber Dominik Smoll. Dominik Smoll ist mal wieder richtig in Aktion. Versucht sich hier an Stefan Hauenstein, der dann das Auto mal schräg stellt. Das sollte eigentlich für den Dominik reichen, um hier vorbeizukommen. Ja, genau. Leute. Gut, die nächste Kurve ist eine links, damit... Gut, gucken wir nochmal. Hier sehen wir den Rutscher um Stefan, ein bisschen früh auf dem Gas. Und dann kommt etwas das Heck. War nicht wirklich dramatisch, aber es hat gereicht beim Beschleunigen auf diesem Bergaufstück, dass er hier vorbeigehen kann. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind wir jetzt live. So sind wir live. Und da hat der Stefan Hauenstein schon wieder irgendwo einen Fehler. So, das gucken wir jetzt auch nochmal, was da jetzt wieder gewesen ist. Ja, der bleibt an der Mauer hängen, so wie es aussieht. Jo. Das war nicht nur der Rückspiegel, der sich da abgefahren hat, sondern da ist ein bisschen mehr dazu gekommen. Das war ohne Fremdeinwirkung. Der Markus Farnhold ist an dem Martin Schmidt vorbei. Na, das ist doch mal... Na. So, jetzt muss Schmidt sich einreihen, genau. Wilfried Dunke wird gerade durchgereicht. So, aber was ist mit dem Arne passiert? Der ist auch nur noch auf Platz 12. Auch der muss irgendeinen Vorfall gehabt haben.
jetzt ist Arnold aber ziemlich weit rausgekommen. Und jetzt ist Schmidt auch schon wieder vorbei. Ja, hier außen gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Genau. Also hier außenrum zu überholen ist aussichtslos. Also die ersten vier innerhalb einer Sekunde. Stefan Hauenstein fällt weiter zurück auf Platz 12. Vielleicht so etwas wie eine Vorentscheidung. Er möchte nur den Robin auf dem Bobbycar sehen. So, jetzt kommt der Angriff von Farnhold hier. Das macht er ganz clever. Ganz clever. Wird allerdings dann sehr, sehr schwer hier. Ja, Schmidt muss nach außen. Wird aber nichts nützen, weil er da außen nicht vorbeikommt. Er kommt, bleibt zumindest noch daneben. Aber auch die. Ja, er konnte besser beschleunigen. Ist vorne. Er ist vorne. Oh, Farnhold, nicht reinhalten. Nicht reinhalten. Boah, guckt euch das an. Das sind die ersten vier Plätze in diesem Rennen. Also das ist wirklich sensationell. Sowas sieht man sogar in dieser Rennserie nur relativ selten. Allerdings natürlich auch ein bisschen begünstigt durch die geile Strecke, die das ermöglicht. Oh! Jo! Da geht's ab! Das schauen wir uns nochmal an. So. Da kommt Dennis Erntner, bremst sich hier rein, gibt hier eine leichte Berührung. Ja, Farnhold kann das Auto fangen und Erntner nicht. So, und damit ist Frischkopf Dritter. So, jetzt geht's hier hinten weiter. Danny Volkert, Edgar Ostermann und Jens Purkott. Guck mal an, auf einmal kann der Ostermann auch mit viel Gewicht hier ganz vorne mitfahren. Der Danny hat hier definitiv ein Setup-Problem, ein Handling-Problem. Das Auto liegt nicht, wie es sollte, habe ich den Eindruck. Dass er hier nicht schon ein Manöver von Ostermann kassiert hat, liegt wahrscheinlich daran, dass Ostermann hier mit so viel Gewicht unterwegs ist. Und Frischkopf, nee, nur Frischkopf, fährt persönlich beste Rennrunde. Rennen.
gehen wir. Oh, jetzt ist hier aber. Wo kommt denn der Purkot auf einmal her? Still und heimlich hat er sich hier vorne rangefahren. Vorbei am Edgar. Und greift jetzt nach Danny Volkert. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter nach hinten, weil da brennt es nämlich genauso. Andreas Wollin, Stefan Bäumer, Chris Pirchegger. Dunkle vorne müsste Pirchegger sein. Oh, und da verabschiedet sich Bäumer. Das war aber, glaube ich, aus eigener Kraft. Das passiert ja immer beim Stefan, wenn ich ihn hier im Bild habe. Mal wieder zum Arne, der fightet hier nämlich gerade gegen Micha Tröscher. Und ich denke mal, das ist hier mal gerade erfolgreich. Jo. Wenn auch mit leichter Berührung. Platz 8 für Arne Bachem im Moment. Könnte noch ein bisschen nach vorne gehen. Wir haben mal gerade noch nicht ganz die Hälfte der Rennzeit erreicht. Dominik Smoll, nee, ist nicht ausgeschieden, der war an der Box. Dominik Smoll, allerdings steht da schon eine 2. Dann ist der auch so weit hinten. Nee, jetzt ist er did not finish, jetzt ist er tatsächlich, ja genau. Burkhardt ist jetzt mittlerweile auch vorbei an Danny Volkert. Aber nichtsdestotrotz ist diese Gruppe Burkhardt, Volkert, Ostermann hier immer noch sehr, sehr eng beieinander. Aber so wie es aussieht, muss sich dann Ostermann jetzt erstmal mit Volkert auseinandersetzen. Der dürfte jetzt vorbei sein. Jetzt so müssen wir. Er ist vorbei und kann sich jetzt wieder in Richtung Purkot orientieren. Stefan Haun, nee, Stefan Hauenstein ist letzter. Ah, der war in der Box, genau. Ja. Ja, genau. Ist aber schon wieder raus. Ja, mal gucken, ob es was bringt, der frühe Stopp. Zumindest hat er jetzt erstmal ein paar Runden, wo er frei fahren kann. Wenn ich das hier richtig sehe, Martin Schmidt kommt in die Box. Ja. Weil Robin Frischkopf führt jetzt das Rennen an. Markus Farnold ist auch in der Box. Schmidt kommt wieder raus. Arnold direkt dahinter. Ja, und Jürgen Engelhardt ist dazwischen. Heißt, Martin Schmidt jetzt Position 14. Oh, und der Chris Pirchegger geht auch noch vorbei am Markus Farnold. Thank you.
und beim Danny Volkert brennt's mal wieder. Arne Bachem ist da auch mit bei, aber es brennt halt auch nach vorne zum Dennis Erner hin. Das könnte jetzt schon was werden. Es reicht nicht. Keine Ahnung. Jetzt könnte es passen. Auf der Bremse, aber Astra, und da dreht er sich weg. Ah, das war ein bisschen kritisch. Die Kurve ist gefährlich. Und und für den Arne geht es jetzt zurück auf die 7., wahrscheinlich sogar noch die 8. Position. Genau. Micha Troscher wird jetzt so ein bisschen entschädigt, fährt momentan auf Platz 4, aber da sind halt auch noch die ganzen Boxenstopps. Robin Frischkopf da vorne macht momentan alles richtig. Fährt auch nach wie vor noch niedrigere 30er Zeiten. Er ist ungefähr gleich schnell wie Martin Schmidt. Könnte es gut sein, dass wenn der Robin beim Boxenstopp alles richtig macht, dadurch, dass er weniger nachtanken muss, dann eventuell vorne ist. Dennis und Jens Erner jetzt in der Box. Andreas Wollin auch. Stefan Bäumer. Jetzt kommen, also das ist jetzt so die 16. Minute. 16 Minuten Restzeit, das ist scheinbar so die, ja, Zeit, wo die meisten in die Box kommen. Die Runde 15, 16. Jetzt ist natürlich erstmal erfahrungsgemäß relativ wenig los, die Abstände relativ groß, außer bei Fred Dunkel auf der 9. Da ist er schon gar nicht mehr. Da haben wir ihn. Aber der Abstand zu Jens Purkott wird gerade massiv größer. Live, ja. So, die ganze Führungsriege bis Platz 6 war noch nicht in der Box. Das ändert sich jetzt gerade. Ja, Trosch, Danny Volker, Nettwald, Kar Ostermann sind in der Box. Dunkel kommt auch rein. Baljon Baskin ist jetzt Zweiter hinter Robin Frischkopf. Arne Bachem Dritter. Und Lars Borkowski Vierter. Problem ist natürlich, eben schon erwähnt, keiner von den Top 4 war in der Box. Mal, der Robin hat sehr, sehr viel Luft jetzt hier, kann da ganz unbedrängt fahren. Oh, kommt aber jetzt doch rein. Ich hätte gedacht, er bleibt noch ein, zwei Runden draußen. Und jetzt müssen wir halt mal zum Martin Schmidt, der mittlerweile schon wieder Fünfter ist, nachdem die anderen alle in der Box waren.
fürchte mal, so nah wie er dran ist, kommt er. Ah, nee, Moment. Könnte eng werden. Der Robin fährt jetzt wieder los. Eieieiei, Jan Baskin ist vorbei. Anne Bachem ist vorbei. Und noch 3 Sekunden. Nein, er bleibt vor. Er bleibt vor Martin Schmidt. Knapp zwar, aber er bleibt vor Martin Schmidt. So, jetzt sollten Jan Baskinis und... Ah ne, die fighten hier miteinander. Der Arne fährt jetzt hier auf den ersten Platz. Aber wie gesagt, er muss erstmal noch in die Box. Also Robin Frischkopf hat jetzt 1 Sekunde Vorsprung auf Martin Schmidt. Das war das, was ich vorhin vermutet habe, dass der spätere Stopp so ungefähr die Zeit, die er beim Tanken, die er dann weniger tanken muss. So, jetzt fehlen nur noch Jürgen Engelhardt, Jan Baskenes und Arne Bachem, die in die Box müssen. Und der Arne... Ich glaube, der fährt jetzt hier durch, genau. Bleibt noch draußen. Ist im Prinzip auch eine schlaue Geschichte, weil der Arne kann natürlich jetzt hier fährt, ist nicht der Schnellste immer, ja, ist der Schnellste im Moment. Und, der 29, niedrige 29er Zeiten, das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt für ihn. Da kann er sicherlich vielleicht ein bisschen Zeit gut machen. Aber am Ende wird es wohl, ja, wird schwer zu sagen. Ich denke mal 6., 7., 8. Platz, sowas wird da rauskommen. Jens Purkott fährt die schnellste Rennrunde, 1:28.963. Es ist eigentlich nur der Arne und der Jürgen, die noch, also Arne Bachem, Jürgen Engelhardt, die noch nicht an der Box waren. Wir haben schon Rennen gehabt, wo man in Minute, also noch bei 8 Minuten Restzeit erst in die Box kam. Daher ist das alles noch, ja, jetzt fährt der Arne die schnellste Rennrunde, 1:28.928. Und Dennis Erner ist, glaube ich, so ein bisschen der große Verlierer des Ganzen, geht jetzt hier vorbei an dem Jürgen Engelhardt, fährt jetzt wieder auf Platz 9. Also da ist irgendwas im Argen beim Dennis. Jens Purkott, der vor den Stopps, glaube ich, schon mal vorbei war an Markus Farnold, der ist jetzt wieder dahinter auf Platz 5. Er hat das Auto voll getankt. Andreas Wohlin geht gerade vorbei an Dennis Erner. Und jetzt kommt der Arne Bachem rein. An Jens Erner, nicht Dennis. Was? Ah ja, an Jens Erner. Der Wohlin ist an Dennis wieder. Jens Erner vorbei. Ja, richtig, richtig. Sorry. So, und jetzt wird Arne Bachem durchgereicht.
Dritter. Sechster. Gucken wir mal. Ah, Toscha ist auch noch vorbei. Was ist jetzt passiert hier? Platz 9. Uiuiui, 10. 10. Natürlich bitter. War 12. Da hat er noch einen Mist gemacht beim Boxenstopp. Ob das so geplant war, weiß ich nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hat er irgendwas falsch gemacht beim Stoppen. Lange gestanden. Weil das waren jetzt... ja, über... ja, fast 20 Sekunden, die er in der Box gebraucht hat. Nun gut, wir haben einen Führenden, der mittlerweile, ich weiß nicht, was der Schmidt da hinten für Dinger gedreht hat, aber der ist jetzt 6 Sekunden zurück. Es war mal gerade eine Sekunde nach dem Boxenstopp, das ist mal vielleicht, ja, 3 Runden her. Eieieiei. So, Markus Farnold macht uns jetzt hier noch ein bisschen Spaß mit Jens Burkhardt. Ohoho. Ja, das geht natürlich nur, wenn der Gegner mitspielt, sprich der Markus mitspielt, hier außen um vorbeizugehen. Ja, das ist das Schlauste, was er machen kann, hier in dieser Passage. Früher waren hier links, wenn man da ein bisschen weiter rausgekommen ist, hier oben in der ersten Rechtskurve, waren da so eine Bodenwellen. Das heißt, wenn man da raufgekommen ist, hat sich das Auto aufgeschaukelt, irgendwann ist es abgehoben. Also, das war richtig bitter. Ich glaube, etwas eingeebnet worden, sodass das nicht mehr so dramatisch ist, aber natürlich, wenn man da weit rauskommt, dann kostet das natürlich mal die Zeit. Ja, so wirklich ganz enge Geschichten doch. Der Danny macht gerade noch ein bisschen Spaß auf Platz 11, aber so wirklich eng ist das auch nicht. Jürgen Engelhardt hat sich mit seiner Strategie zumindest bis auf die Position 14 vorgefahren. Er war ja noch ein Stück weit, ich glaube 17 oder 18 war er im ersten Lauf. Kommt jetzt in die Box. Ach, der war doch gar nicht an der Box. Ach, Kiki. Ja, dann wird er natürlich jetzt mächtig durchgereicht. So, trauen wir uns nochmal zum Stefan Bäumer.
Jawohl, auch da ist der Rückstand jetzt etwas größer geworden. Arne Bachem geht vorbei an Stefan Hauenstein. Das ist irgendwie nicht der Tag des Stefan Hauenstein. Er ist schon wieder ein bisschen arg neben der Spur. So, und da vorne, was macht der Herr Purkott? Er bedrängt Martin Schmidt. Robin Frischkopf, 8 Sekunden Vorsprung auf Martin Schmidt. Und der Edgar Ostermann hat einen Platz an den Michael Troscher. Ich revidiere meine Aussage gerade. Platz 5 und 6, die zwei können sich auch nicht entscheiden. So, wir gucken uns das mal an. Jo, naja, gut. Edgar, das war wieder ein typischer Ostermann eben. Irgendwie hat er da immer so ein bisschen Tunnelblick, habe ich den Eindruck. So, gehen wir mal wieder vor zum Jens. Wir haben noch 2 Minuten. Schauen wir mal, ob's. Und Arne Bach fährt jetzt zum Ende hin nochmal die schnellste Rennrunde mit 28.610. Nee, das wird in der Runde wohl nichts mehr. Eine Runde geht es dann noch weiter. Robin Frischkopf müsste jetzt gleich über das Ziel rausfahren. Wir gucken mal ganz kurz, genau. Er ist erst hier oben, okay. Überrundet jetzt hier. Genau. Dann haben wir noch gut, ja, knappe 30 Sekunden Restzeit. Das heißt, das ist jetzt definitiv die letzte Runde. So, Jens Purkott, ein letzter ernsthafter Versuch. Und ich denke mal, wenn das jetzt nicht packt in der nächsten Kurve, dann ist das Ding gegessen. Und da ist der Abstand zu groß. Im Prinzip wie in der Runde vorher. Also, denke mal, da passiert nichts mehr. Robin Frischkopf hier
muss ich ganz ehrlich sagen, dass er gewinnt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Auf Podest sehr wohl, aber dass er sich hier durchsetzt, das ist im Prinzip eine kleine Vorentscheidung für die Meisterschaft. Und er, glaube, er freut sich auch schon. Und der Jens hat den Martin Schmidt überholt. Nein, das ist nicht wahr, oder? Doch, der hat ihn gerade überholt. Ja, ja, die Ratte. Und fährt hier wirklich Hundertstel vor Martin Schmidt über Start und Ziel. Ja, das ist ja der hammerhart. Ist ja hammerhart. Platz 3 dann für Martin Schmidt, Platz 4 für Markus Farnold, Edgar Ostermann auf der 5, auf der 6 Dennis Erner, auf der Micha Tröscher auf der 7, Dennis Erner, 8 Arne Bachem, da gehen wir jetzt mal auch mal langsam wieder hin mit den Autos, genau, dann auf der 9, ups, der Stefan Hauenstein. Warum mach mal weiter, bitte? Auf der 10 der Jan Baskenes, auf der 11 der Danny Volkert, auf der 12 der Andreas Wollin, 13. ist Jens Erner, 14. Fred Donke, 15. Lars Bokowski, 16. Stefan Bäumer, 17. Jürgen Engelhardt, 18. Chris Pirchegger, 19. Michael Pregartner, 20. Jari Stark. Genau. Stark, genau. 21. Jürgen Heinrich, 22. Dominik Smoll, wobei der ausgeschieden ist. Genau, genauso wie der Ralf Minwegen und auch der Oliver Ness. Olaf Ness, genau. Ja, ich sage auch immer Oliver zu. Er passt irgendwie viel besser. Ja, ja, vor allem wenn man ihn reden hört, genau. Ja, wenn er sich das will. Das hast zum Glück du gesagt. Ja, ich darf das auch. Bei ihm darf ich das. So, meine Damen und Herren, das war jetzt heute der große Preis von Österreich. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also, denke mal, ziemlich coole Nummer, vor allem das zweite Rennen. Und ich schaff's jetzt leider nicht, Namen einzutragen. Aber so, dass wir die durch den Stream laufen lassen können, so wie das letzte Mal. Aber das wird schon noch. So, meine Lieben. Eieieiei. Was ein Hammerrennen. Letzte. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich schwer begeistert. Also, wo ist denn meine Maus hin verflixt? Ah, hier. So. Ja, so langsam füllt sich das Zimmer hier auch. Immer noch ein paar Sekündchen. Ja. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt hier zur Pressekonferenz, zur internationalen Interviewkonferenz hier auf dem Red Bull Ring in Österreich. Natürlich, ja, er hat gehalten, was er versprochen hat, der 1 Ring. Und ich muss sagen, also ab relativ wenig passiert. Ein paar, ja, wie soll ich sagen, Lohn, die es gegeben hat, Grenzen. Oder sagen wir mal, die Auswirkungen hielten sich in Grenzen. Und wir sind irgendwo so ein bisschen Banken zwischen freudiger Überraschung und bisschen, ja, wie soll ich sagen, ach, der Arne tut mir so ein bisschen leid, aber gut, ich denke mal, aufgrund des ersten Rennens kann er es verkraften, wir werden sehen, was er sagt. Irgendwie ist mir mein Ergebnis vom ersten Rennen abhanden gekommen, wieso das denn?
als das Arne gewonnen hat? Zweiter war Jens Purkott und der dritte Dennis Erner. Ah, okay. Vielen, vielen Dank. Ja, dann fangen wir mal mit uns Jens an. Wo ist er? Hey Jens, herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur Zweiter. Ja, aber im ersten Lauf doch nicht. Doch, natürlich. Echt? Ja. Ja. Hör auf, Agnes. Genau. Nee. Das. Natürlich, jo. Jetzt habe ich das irgendwie so ein bisschen, bin ich jetzt hier von der Rolle, weil jetzt hier mein Screenshot weg ist. Dennis, erste Rennen ging ja vielleicht noch in Ordnung, war ja auch nicht ganz so nervenaufreibend. Insgesamt aus unserer Sicht zu sehen, wie war es bei dir? Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin am Start gut, auch gut weggekommen, hinterm Arne, und er hat natürlich einen Monster-Speed drauf gehabt hier auf der Strecke. Und auf den Geraden gehen die Ferraris ja sowieso. Ich bin so ein bisschen dran geblieben, bis der Arne sich mal vertan hatte. Da ging ich vorbei. Und prompt habe ich mich vertan. Da ging der Arne und der Jens an mir vorbei. Und dabei ist er auch geblieben. Der Jens, der war genauso schnell wie ich. Da war ich mal 4-10-0 aufgeholt. Dann hat er mir die wieder abgenommen. Und Platz 3 war dann in Ordnung. Ja. Was ist denn im zweiten Rennen passiert, wenn ich dich jetzt einmal hier habe? Du warst auf einmal ziemlich weit hinten. Ich war im Dreikampf mit Martin und mit Markus. Und der Martin war nicht schuld dran, auf keinen Fall. Also das war die vorletzte Kurve. Ich war innen, Martin vor mir und Markus links. Und ich habe nur einen Schlag von links gekriegt auf einmal, ob der mich nicht gesehen hat. Und da habe ich mich gedrillert und ich dachte, noch da. Ja, ja. Da sind noch zwei, drei Autos in mich rein. Ja, genau. Und dann war es dann erstmal, aber letztendlich ist es immer noch bis zum 7. Platz vorgegangen. Also ich glaube, du warst 12. dann oder so. Ja, genau. Naja gut, also vielleicht jetzt nicht das super Ergebnis im Vergleich zu anderen Rennen, aber naja, also ich denke mal, kann man noch irgendwo mit leben. Gut, dass du jetzt nicht so wahnsinnig glücklich im Moment bist, ob des zweiten Rennens, das kann ich natürlich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, für einen Podestplatz gereicht, und das ist ja schon mal mehr als so manche andere erfährt. Also Glückwunsch dazu. Jetzt kommen wir aber zu Jens. Jens, wie lange ist es eigentlich her, dass ich dich im Interview hatte? Ich meine, einmal warst du auf dem Podest, da war ich nicht da. Aber ansonsten. Ich glaube, du hast mich diese Saison sogar schon mal interviewt. Ich habe es tatsächlich mehr als einmal aufs Podest geschafft. Also. Aber heute war einfach nur genial. Ja, na komm, erzähl. Ja, dass ich überhaupt da Zweiter im ersten Qualifying war, ich habe da einen zweiten Sektor hingelegt, der ist mir nur einmal gelungen. Ich bin auch vorher nie leicht gefahren. Das war meine erste leichte Runde, war aber die Vorstellungsrunde. Sonst hatte ich immer nur Sprit drin. Und auf einmal stehe ich da auf 2 und bin im Top 5 Qualifying und habe mich da natürlich direkt prompt verbremst und war Fünfter. Mhm. Am Start im Platz gut gemacht, dann hat er gesagt, der Dennis hat diesen Fehler gemacht. Und da habe ich den Arne nur noch gesagt, fahr jetzt ganz entspannt, von hinten kommt kein Druck mehr, weil ich hatte alles vor, nur dich ihn anzugreifen. Und wie Dennis schon sagte, wir haben uns nichts gegeben. Also das ganze Rennen war innerhalb von einer Sekunde, zwischen einer Sekunde und 1,8 Sekunden. Und nass gespitzt, einfach geil. Doppelsicht. Arne auf 1. Hallo, super. Genau. Zweite Rennen ging ein bisschen unglücklich los. Ich hatte einen guten Start, 2 Plätze gut gemacht oder 1 zumindest. Und hab den Arne gesagt, auf der nächsten Gerade lasse ich ihn vorbei, weil er ist ja einfach schneller gewesen. Und er sagt, okay, ich bin in. Gut, das hat bei uns dann berührt in der ersten Kurve, hat mich dann 2 Plätze gekostet. Danach hatte ich noch eine kleine Berührung, glaube ich, mit dem Andreas Wolin, war dann 12. und bin Quali gefahren. Jede Runde, was immer nur gegen das Auto hergegeben hat. Geilen Fight mit Edgar, der vorher noch gesagt hat, mein Auto ist 2 Sekunden langsamer und ich brauche 10 Runden, um irgendwie 1,5 Sekunden aufzuholen. Okay. Der Danny hat sein Auto in jeder Kurve extrem quergestellt und der kriegt schnell Reifenprobleme, da bin ich dann vorbei. Und dann hier der Schlusssprint mit Markus war natürlich schon, aber das absolut geilste war das mit dem Martin. Ja. Drittletzte Kurve, ich gehe vorbei und auf der Startziel geht mir der Sprit aus. Ich bin noch nicht mal mehr den Berg hochgekommen.
Also 100 Meter weiter hinten die Startziel und ich hätte den zweiten Platz wieder abgeben müssen. Also einfach ein vollkommen gelungener Abend. Ja. Also wir haben leider das mal, wir haben wirklich kurz, also ich habe noch bis Ende der zweiten Sektor habe ich noch abgewartet und dann habe ich umgeschaltet. Bis Anfang zweiten Sektor, dann habe ich abgeschaltet. Also war so zum Robin hingeschaltet. Und den zeigst du so sagt, oft, hier, wenn der Rennen gewinnt. Ja, nun, ne, der war halt letzte Runde. Und also ist ja auch viel sympathischer als du, wenn du das schon so bemerkst. Ich dich auch. Nein. Und dann sagte die Agnes auf einmal, ja, der Jens ist vorbei an Martin Schmidt. Naja, gut. Das ist natürlich immer unser Los, solche Situationen nicht zu sehen, aber dafür haben wir ja das Interview. Ja, Robin, mein Lieber. Quatsch. Nee, du kommst noch, bist noch gar nicht dran. Du bist gar nicht dran. Okay. Nee. Jetzt kommen wir erstmal zum Arne. Arne, Vorschusslorbeeren gab's, war auch völlig berechtigt. Training, top, souverän. Vom Quali wollen wir mal gar nicht reden. Okay, die Superpole war verdammt eng mit 11.000stel Vorsprung. Gerade noch so der Favoritenrolle gerecht geworden. Das erste Rennen, überhaupt keine Frage dazu. Auch herzlichen Glückwunsch. Ist es tatsächlich schwierig, vom 10. Platz zu starten? Ich meine, du hattest einen relativ guten, ja, warst dann irgendwann Platz 5, 4 vorne irgendwie und dann lief es nicht mehr so gut, oder? Von mir aus lief es eigentlich ganz gut. Ich bin auf 5 oder 6 unterwegs und dann hat der Andreas Wollin den Danny, glaube ich, angeschubst in der Kurve und meinte, warten zu müssen auf der Ideallinie. Ja. Ich konnte nirgendwo mehr hin, bin voll reingekracht und habe mich dann wieder nach vorne gearbeitet und ein paar Runden später habe ich, glaube ich, einen Treffer vom Danny gekriegt. Habe mich auch nochmal gedreht an derselben Stelle und musste wieder von hinten anfangen und von daher... Ja. Alles wunderbar. Ja. Also ich sag mal so, du bist sicherlich noch relativ der entspannteste von denen, die jetzt hier, wenn jetzt ein Rennen mal nicht so ganz hundertprozentig läuft, weil, wie gesagt, noch vor ein paar Wochen hätten wir dich für den 8. Platz gelobt ohne Ende. Und vor ein paar Monaten. Und das ist natürlich jetzt gut. Um die Meisterschaft fährst du nicht wirklich mehr mit. Du bist in den Top 10. Es wird auch noch ein Stück nach vorne gehen heute. Aber damit, denke ich mal, ist die Erlösersaison für dich. So muss man es, glaube ich, sehen. Und mal gucken. Fährst du die Sommermeisterschaft mit? Ja, sicher. Ich fahre alles. Du fährst alles. Wunderbar. Dann freue ich mich darauf. Gucken wir mal so ein bisschen, was uns jetzt im letzten Rennen mit dir noch erwartet. Was glaubst du? Hast du da wieder so eine überragende Performance oder ist es dann so eher wie im letzten? Ich habe noch keine Ahnung, wie die Ferraris, geschweige denn wie die Nissans in Spa unterwegs sind. Von daher kann ich dann auch nichts zu sagen. Ja, na, gucken wir mal. Also ich habe nicht vor, langsam zu fahren. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und vor allen Dingen durch das zweite Ergebnis wird das Gewicht nicht ganz so schwer, von daher. Ja, siehst du, ne? Also noch kann man ja strategisch so ein bisschen spielen. Ich wünsche dir viel Glück für Spa und und heute natürlich nochmal die besten Glückwünsche. Kommen wir zum Drittplatzierten, den wir jetzt zweiten Rennen zu Martin. Martin, du hast ja aber auch immer Holperrennen. Das ist ja echt, manchmal möchte man da wirklich die Augen zumachen. Jetzt hat es im ersten Rennen ja nun wirklich nicht geklappt. Also da ging es ja nur wirklich nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Im zweiten etwas konstanter, aber auch nicht so ohne, ja, auch nicht wirklich, also muss es ganz schön für arbeiten. Erzähl mal. Ich kann mir, also, ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Klar, ich hatte riesen Spaß im ersten Rennen mit Howie und mit Markus, weil es da wirklich noch um die Meisterschaft irgendwo ging, weil der Howie auch in dem Dreikampf dabei war. Wir sind teilweise zu dritt nebeneinander durch die Kurven. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Aber ja. Mir wurde mitgeteilt, dass du nur auf meinem Auto warst, wenn ich wieder einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht schwierig, weil wenn man zu dir schaut, machst du Fehler. Nein, das ist ein Scherz. Erzähl. Naja, ich musste setupmäßig viel Risiko gehen. Ich hatte das meiste Gewicht, abgesehen vom Edgar.
Ich habe auch gesehen, dass von den Topspeed-Werten her der Howie ungefähr das gleiche Setup gefahren ist, flügeltechnisch. Ich war nur am Driften. Hat man hoffentlich oder wahrscheinlich gesehen. Vor allem dann im Windschatten hatte ich auf der Vorderachse gar keinen Grip mehr, musste das Auto extrem überbremsen, um überhaupt in die Kurven zu kommen. Und ich könnte mich natürlich absolut in den Arsch beißen für die Aktion 2 Kurven vor Schluss. Ja. Also, vor allem ich, Pfosten, schieb den Jens noch aus der letzten Kurve raus ein bisschen an, damit er auch ja über die Ziellinie kommt. Ja, nun, das ist ja, ja, was soll man sagen, ne? Damit habe ich mich halt jetzt wahrscheinlich aus der Meisterschaft auch katapultiert. Jetzt liegt's am Howie. Ja, ja, naja, gut. Das ist ja heute, den würde ich. Ist der da, Stefan? Sitzt oben. Ah, ja, okay. Dann lass mal ihn mal sitzen. Ich denke mal, der ist so wahnsinnig glücklich heute. Letztendlich muss man ihm zugutehalten, die Aktion gegen den Orbin, wo er da gewartet hat. Hat ihn dann wahrscheinlich, ob das jetzt Folgefehler waren oder Folge, wenn er da nicht gewartet hätte, wäre der andere ihm da vielleicht nicht reingegangen. Also das hätte, wäre, wenn. Letztendlich hat er gewartet und das hat ihm letztendlich eine gute Platzierung gekostet. Ist aber im Prinzip auch Schnurz, weil vorher ist er ja auch schon dem Robin da etwas reingerutscht. Also muss er denn da. Also wie man es dreht und wendet, Platz 9 ist natürlich im zweiten eine Katastrophe in angesichts dessen, dass ein Robin Frischkopf das gewonnen hat. Agnes, du wolltest noch schicks was sagen? Ich wollte nur sagen, wenn man von ihm spricht, kommt er gerade rein. Ah, Stefan. Ja, Lutz. Ja, Mensch. Ich will mich jetzt noch ärgern. War das? Ja, ja, natürlich, natürlich. War das jetzt so eine gewisse Vorentscheidung? Ja, ne? Keine Ahnung. Es ist ja noch so, dass da noch Streichergebnisse mit reinspielen, ja. Und dann weiß man sowieso nicht, wo man gerade steht, aber ich denke, der Robin, der ist sowieso die 1-2% besser, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja. Naja gut, also ich sag mal so, es wäre ja, also ich würde wahrscheinlich, auch wenn es Streichergebnisse gibt, da gar nicht so sehr drauf achten. Ich würde einfach versuchen, punktemäßig dran zu bleiben und das hast du mit Sicherheit heute auch versucht. Und ja, vor allem im zweiten Lauf ist es halt dann jetzt doch arg. War das im zweiten Lauf, wo du auf Robin gewartet hast? Ja, das war im zweiten Lauf. Ja, da bin ich ins Rutschen gekommen, obwohl ich ABS anhatte, weiß nicht, keine Ahnung. Blockierende Räder und dann komme ich nirgendwo mehr hin. Ja, das hat man halt gesehen. Naja gut, also Leben wirst du dir jetzt nicht nehmen, da bin ich mir sicher, aber nee. Naja. Ja, ich habe halt es mit dem Warten ein bisschen übertrieben, da sind dann noch die zwei Ferraris vorbeigekommen, die habe ich unendlich aufgehalten, also bin ich dann 1-2 Sekunden langsamer gewesen pro Runde und dann war das vorbei, da habe ich keine Chance mehr. Ja. Gut, jetzt kommen wir aber tatsächlich zum Sieger des zweiten Laufs und zum letzten Interviewgast. Jens hatten wir ja schon als Zweitplatzierten im zweiten Lauf, auch hier nochmal Glückwünsche. Robin, ja, was soll man sagen? 40 Kilo im Auto, im ersten Lauf war es absehbar, da warst du eigentlich auch schon ganz gut unterwegs, war jetzt nicht zwingend fürs Podest gereicht, aber zweiten Lauf dann sehr, sehr souverän mit, ich glaube, über 8 Sekunden in Zielkommen, Vorsprung. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, erzähl einfach was. Ja, schön, dass ich jetzt auch endlich reden darf. Ich schlafe schon fast ein. Nein. Ja, nun. Also ich bin jetzt mit gemischten Gefühlen an das Rennen ran. Ich hatte bis heute eigentlich kein Setup, wo ich wirklich zufrieden war. Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem Reifendruck gespielt und endlich war ich zufrieden. Aber das Quali war dann unglaublich eng und ich war aber da nicht so traurig, weil meine Gegner auch hinter mir waren. Und das Hauptrennen war extrem hart. Ich war immer an der Grenze zum Abflug. Ich wollte unbedingt den Anschluss behalten, aber das war einfach nicht drin. Ja. Und im zweiten Rennen habe ich habe einfach wieder viel Glück gehabt. Ich habe mich schön beim Start aushalten können, konnte gleich ein oder zwei Autos überholen. Nachher Fight mit dem Howie, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der länger geht und ich bin sehr erschrocken, dass es gerumst hat, aber da muss ich auch sagen, das war unglaublich fair vom Howie.
und ich habe dadurch auch nicht so viel Zeit verloren, habe dann den Anschluss wieder gefunden. Dann haben der Dennis und der Markus ein bisschen Missverständnis gehabt und da hat es gekracht und ich bin voll in die Eisen und konnte irgendwie noch so knapp ausweichen. Ja. Auch wieder Zeit verloren, aber innerhalb von 3-4 Runden war ich wieder dran und beim Stopp, wo die so früh rein sind, bin ich sehr überrascht gewesen, weil da kommst du natürlich mitten im Feld wieder raus. So bin ich einfach noch ein paar Runden gefahren und konnte die beiden überspringen. Ja, also ich denke mal, gegen Martin hast du dich durchgesetzt, als der in der Box, dass du länger draußen geblieben bist. War wirklich die eine Sekunde, die du beim Sprit, beim Tanken gespart hast. Und das hat auch auf die 10, auf die Hundertstel oder sogar Tausendstel hingehauen mit deinem, also der Boxenstopp war dann auch optimal, oder? Der war gut, ich musste zweimal den Schaden ausstellen wegen den ganzen Berührungen. Ist mir zum Glück gelungen, habe ich einen Sebring vergessen gehabt. Dann war natürlich noch der Arne vor mir, da habe ich schon die Krise gekriegt, weil da hatte ich so ein Glück und dann ist noch der Arne von mir und ich dachte, oh, der geht sicher nicht mehr rein. Plötzlich geht der rein und da habe ich nur noch gejubelt. Ja, das glaube ich wohl, das glaube ich wohl. Ja, meine Lieben, das war, glaube ich, ja, ein richtig schönes Rennen und ja, und ich freue mich gigantisch aufs Spar, aufs Saisonfinale und würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Fahrer dieser Meisterschaft da wieder teilnehmen, auch wenn sie vielleicht fernab in der Meisterschaft datiert sind von irgendwelchen Top Tens oder sonst dergleichen Dinge, weil Spa ist einfach, ja, ist einfach Spa und der Klassiker schlechthin und wäre sehr, sehr schön, wenn wir da wieder ein tolles Fahrerfeld haben und richtig tolle Rennaction haben. Agnes, bei dir ist alles gut, kriegst für das nächste Mal ein, zwei kleine, ja, wie soll ich sagen, Dinge zu tun. Aha. Oh, ja, das ein bisschen, ja, mehr mit zu hören bist. Und ja, und dann gucken wir mal, ab wann du den gesamte Moderation hier übernimmst. Na ja, vorhin gesagt, ne, ich mache noch 2-3 Mal, also bis dahin muss das ja dann klappen. Ja, nee, ist klar. Hey, Moment! Ich glaube, ich gebe den Posten doch lieber wieder an den Jens Burkhardt ab. Nee, der muss fahren. Nein, das war natürlich ein Spaß. Das kriegen wir schon hin. Und es, auch wenn es momentan noch so wahnsinnig viel ist, was du erzählst, aber es ist wirklich, ich weiß nicht, so ein anderes Moderieren. Es ist sehr angenehm und ich würde mich freuen, wenn man dich hier noch ein bisschen in der Stange halten könnte. Und ja, gucken wir mal. Also, Jens, noch irgendwas Wesentliches zum Abschied? Nein, Wesentliches nicht. Also ich freue mich natürlich auch riesig aufs Spa. Ich werde natürlich eine Wertung vorbereiten, auch inklusive des dritten Streichergebnisses, sodass keiner irgendwie im Trüben fischt, bevor er dann Spa an den Start geht. Das Schöne ist auch, dass das Finale 2 Tage vor unserem Treffen am 12. stattfindet. Oder, ja. Und da können wir dann da den Meister oder die beiden Meister G-Cup und Meisterschaft umbringen. Dann ordentlich feiern. Genau. Also, ihr Lieben, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf mal ins Bar. Bis dahin, ich wünsche allen noch eine schöne Restwoche und schönes Wochenende und bis bald.